ist Max und ich begrüße euch zu einer ganz neuen und zwar ultra gechillten Folge der Linkenheimer Gespräche. Warum ist die Folge ultra gechillt? Naja, es liegt ein bisschen am Thema. Also macht euch ein paar Nudeln mit einer geilen Tomatensauce, ja, knipst euch einen kalten auf. Legt direkt am Anfang schon. Eure Lieblings-Jazz-Platte auf und lehnt euch zurück. Wenn Hirat und ich heute über eine ganz besonders gechillte, magische japanische Literatur sprechen, nämlich Haruki Murakami. Hallo Hirat. Hi. Du hast direkt deinen Alkohol-Joke mit der Dose verballert am Anfang der Folge. Den habe ich direkt, ich habe beim letzten Mal so lange gebraucht. Nach einer halben Stunde habe ich erst die Dose aufgemacht, aber bei Murakami dachte ich, egal wo ich reinblättere in die Werke, ständig sind die am Bier trinken, machen sich da diese Dosen auf, also musste ich damit eigentlich einsteigen. Das gibt doch Sinn. Ich hoffe, du hast auch ein richtig geiles Bier vor dir. Nee, ich habe wie immer einfach nur Wasser, obwohl ich jedes Mal mir schwöre, dass ich das nächste Mal was Richtiges zu trinken mir hol, aber nee. Weil bei, ich nenne ihn für den Rest der Folge Murakami, ja, auch wenn die Aussprache natürlich nicht ganz korrekt ist. Ist aber, finde ich, einfacher. Und da wird kein Wasser getrunken, oder? Also Wein? Doch. Trinken die ab und zu Wasser? Ja, allerdings ist das eher nebensächlich. Das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, in welchem Buch das war. Da steht er dann nachts auf und dem geht es irgendwie nicht gut und dann trinkt er erstmal zwei Schlücke kaltes Wasser aus dem Wasserhahn. Aber du hast natürlich recht. Also es wird ständig Bier, Whisky oder irgendwelche guten Drinks, generell Alkohol gesoffen. Noch und nöcher, immer irgendwie stilvoll oder wenn nicht stilvoll, trotzdem stilvoll in chilliger Art und Weise. Und genau, deswegen bietet es sich natürlich an, bei dieser Folge sich was Leckeres zu essen reinzuhauen und was zu trinken. Wobei ich muss sagen, ich bin völlig vollgefressen heute. Ja, ist ja gut. Ich habe so viel gegessen, ich fühle mich richtig unwohl. Ja, ich bin auch ich bin träge satt und müde. Auf jeden Fall. Ich habe auch erst vor einer Stunde oder so gegessen. Es war einfach zu lecker, ich konnte nicht widerstehen und habe zwei Teller über meinen eigentlichen Hunger hinausgegessen. Was natürlich auch Spaß macht, ne? Aber das könnte eigentlich schon ein Beginn für eine Murakami-Geschichte sein. Einer, der, direkt anfängt, sich was zu essen zu machen und er kann einfach nicht aufhören. Dazu fällt mir diese frühe Kurzgeschichte ein, die dann separat noch rauskam, die Bäckereiüberfälle, wo diese beiden Typen so einen unbändigen Hunger haben, dass sie beschließen, eine Bäckerei zu überfallen. Und das ist so eine starke Idee. Und dann der Verkäufer dort ihnen das irgendwie überlässt, aber er will ihnen dafür irgendwie so eine kleine Lehrstunde über Jazz oder so geben. Also eine ganz Murakami halt, muss man sagen. Also ja. Er ist, für alle, die ihn nicht kennen, ein japanischer Schriftsteller, der letztes Jahr 70 geworden ist. Und der hat eine ganze Reihe an Romanen geschrieben, auch sehr, sehr viele kurze Erzählungen. Und er war häufig schon gehandelt als jemand, der langsam mal den Nobelpreis kriegen sollte, hat ihn aber nach wie vor nicht bekommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob er ihn jemals kriegen wird. Wir haben ja lange Zeit gedacht, dass es ums Alter geht, ne? Und dass er deswegen, erst wenn er irgendwie 70 ist, aber der hat jetzt, glaube ich, die 70 schon. 70 ist er jetzt seit letztem Jahr, ja. Und er ist einer der Autoren, die auch tatsächlich unsere späte Jugend, unser frühes Erwachsenenalter geprägt haben. Das passt auch, weil in seinen Werken geht es häufig um junge Erwachsene und was die in Tokio meistens oder in Japan generell so erleben, vor welchen Problemen die stehen, meistens dann auch vor einem gewissen geschichtlichen Hintergrund, Studentenbewegungen oder tatsächlich auch historischere Sachen, wobei tatsächlich sein Schwerpunkt, sagen wir mal, echt die Großstadt eigentlich ist, oder halt das sehr Abgelegene, das gibt es dann manchmal auch.
Und wir verbinden sehr viel mit ihm. Aber ich glaube, bei Murakami war es immer so, dass wir beide unterschiedliche Vorlieben auch hatten oder was uns besonders gefallen hat. Deswegen ist das hier vielleicht auch eine gute Möglichkeit, dass wir hier nochmal in eine Art Kontakt treten. Die neuesten Werke von ihm habe ich tatsächlich gar nicht gelesen. Also sein letztes, das ich tatsächlich gelesen habe, war After Dark und das ist 2007 gewesen. Bei 1Q84 bin ich ausgestiegen. Doch die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki, die habe ich angefangen nach der Hälfte. Ich musste weglegen. Es ging einfach nicht mehr. Aber warum? Ging nicht mehr. Werden wir am Ende des Podcasts auch noch ein bisschen. Ja, diesmal auch wirklich. Ja? Diesmal halten wir unsere Versprechen. Ja. Meistens machen wir irgendwelche Ankündigungen. Ja, nachher wollen wir noch auf das und das eingehen. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Und dann, batz, haben wir es einfach nicht gemacht. Ja, aber wir wollen. Genau, vielleicht in dem Zusammenhang wichtig: Wir werden schonungslos spoilern. Aus verschiedenen Werken, weil wir bei der letzten Folge die Erfahrung gemacht haben, dass man sonst eigentlich nur sehr begrenzt analysieren oder sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und da haben wir bei der letzten Folge eben beschlossen, dass wir keine eingehende Analyse machen, sondern uns vielmehr einfach ja so ein bisschen abstrakt mit dem Thema FF7 beschäftigen. Und das wollen wir jetzt hier so nicht machen, sondern wir wollen da, wo es sich uns anbietet und wo wir Bock haben, schon ein bisschen in die Analyse gehen. Vielleicht auch nicht so tief, mal schauen. Haben wir uns jetzt natürlich noch nicht genau überlegt. Aber ja, also wir werden schonungslos spoilern, vielleicht, ja, an der einen oder anderen Stelle. Die Frage ist, ist Murakami ein Autor, dessen Werke schlimm werden, wenn man weiß im Prinzip, wie sie ausgehen? Ich weiß gar nicht. Bei manchen vielleicht ein bisschen, aber bei vielen würde ich sagen, irgendwie ist das Ende oft. Kommt ja dann einfach so. Also ich denke an so Sachen wie Wilde Schafsjagd oder so. Da habe ich gar nicht das Gefühl, da gibt es sowas dann wie ein Showdown. Aber das ist so ein ganz komischer Showdown. Und ich glaube, hätte mir jemand gesagt, wie das Buch ausgeht oder generell wie da die Entwicklung ist, hätte ich gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so viel geändert hätte. Es ist kein Krimi oder so. Was für ein Genre würdest du denn sagen, oder was für Genre passen am besten, um Murakamis Werke zu beschreiben? Naja, klassischerweise würde man ihm ja in den magischen Realismus stecken. Ja. Was ist das für alle, die den Begriff nicht genau einordnen können? Also das ist, oder ich versuche es mal anders zu beschreiben. Magische, übernatürliche Elemente sind im magischen Realismus ganz normaler Bestandteil der Welt, die dort stattfindet. Mhm. Also es ist was ganz Alltägliches sozusagen. Oder, nee. Ja, das ist, ich glaube, mein Gehirn sitzt mir gerade im Magen. Ich versuche es nochmal. Also, magische Elemente sind innerhalb der Erzählung Teil dessen, was stattfindet. Und werden nicht als besonders übernatürlich und besonders exaltiert dargestellt. Es passiert einfach. Und bei Murakami, also ich meine, da gibt es ja auch nochmal verschiedene Abstufungen. Bei Murakami ist es insgesamt ganz lakonisch, ganz oft. Also wenn da irgendwie plötzlich eine ganz seltsame Figur auftaucht. Ich hatte ja, was übrigens schon ein Spoiler ist, vom Schafsmann erzählt und dem Baseball, über Baseball sprechen. In der Horrorfolge war das, ja. Genau, richtig, ja. Das ist ja ein magisches Element und das ist passiert da einfach, ganz normal, als wäre das ein Besuch bei einem Kumpel im Hotel. Ja? Genau. Ich glaube, du musst das ein bisschen ergänzen. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel von mir zu ergänzen. Ich habe gestern aber, als ich darüber mich informiert habe, ein paar Zitate zum magischen Realismus gefunden, die fand ich ganz gut. Wir haben hier einmal das erste Zitat. Magic Realism is fantasy written by people who speak Spanish. Das liegt ein bisschen daran, dass der magische Realismus ein ist ja kein Genre in dem Sinne, vielleicht so eine Art Untergenre, ist das aus dem spanischen, südamerikanischen Raum kommt. Aus Kolumbien, meine ich, kommt das ursprünglich. Mag sein. Also wir haben natürlich hier dann so Autoren wie Gabriel García Márquez.
Gut, der ist ja jetzt nun wirklich sehr bekannt. Und ja. Ich glaube auch Borges gehört dann teilweise dazu. Aber das ist eine Stilrichtung, die auch dann weltweit hin und wieder benutzt wurde. Das zweite Zitat finde ich eigentlich ganz cool. Magic Realism, das ist von Terry Pratchett, das Zitat. Magic Realism is a polite way of saying you write fantasy. Und es sei akzeptabler für manche Menschen, die sagen, ah, Fantasy, finde ich doof. Und magischer Realismus ist vielleicht wirklich so eine Art Softcore-Fantasy-Variante manchmal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ja, ich glaube, hier muss man noch mal ein bisschen den landläufigen Begriff von Fantasy unterscheiden vom Genrebegriff Fantasy. Weil wenn wir Fantasy sagen, so salopp dahergeredet, dann meinen wir im Regelfall Drachen, Schwerter, Ritter, so High-Fantasy-Kram, so ja. High-Fantasy-Mittelalter-Krimskrams. Und Fantasy ist ja eigentlich in dem Fall eher mit Fantastik zu übersetzen. Also, richtig, das ist ja auch das, was wir im Deutschen dann, wenn wir so dieses so ein Mittelding haben, was jetzt noch nicht Mittelalter ist, aber wo fantastische Elemente in der Realität sind, nennen wir es oft einfach nur Fantastik. Ja, und das ist dann schon was anderes, weil sonst könnte man meinen, dass magischer Realismus tatsächlich auch in dieser Gruppe von Mittelalter-Rezeption Fantasy drin ist. Das auf jeden Fall nicht. Ja, nicht ist. Ja. Wobei natürlich, ich meine, es ist ganz klar, Murakami hat auch viele Werke, wo ich sagen würde, okay, wie gesagt, Naokus Lächeln hat für mich wenig magisch-realistisches. Da sind andere wie der Wilde Schafsjagd oder so sehr viel näher dran. Aber ja. Da hat er auch welche wie Hardboiled Wonderland and the End of the World, was das ja eigentlich krass, tatsächlich ja. Borderline-Fantasy ist. Also es ist irgendwie so ein Science-Fiction-Fantasy-Crossover beinahe. Ja, ist auch, ja. Glaube ich, das Deutlichste, wo man wirklich auch sagen würde, okay, das ist einfach Fantasy, fertig. Ja. Okay, also ich möchte das nochmal zusammenfassen. Magischer Realismus heißt also, wir haben eine Welt, die realistisch ist. Realistisch in dem Sinne, dass sie unserer Welt, in der wir leben, entspricht oder nahezu vollständig entsprechen kann. Das wird aber direkt gemorpht, verändert durch das Eintreten magischer Ereignisse, die aber als solche ganz alltäglich daherkommen. Kann man das so sagen? Ich denke schon, ja. Wenn wir über konkrete Werke sprechen, können wir ja sicher auch ein, zwei Beispiele bringen, wie sich das manifestiert. Vielleicht fangen wir da direkt einfach mit unseren frühen Murakami-Erfahrungen an. Da musst du jetzt auspacken, weil ich habe Murakami, wie so viele gute Dinge, über dich kennengelernt. Aber ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie du zu Murakami gekommen bist. Und zwei Dinge. Ich werde auch Murakami sagen. Ich wurde in Japan von einem Japaner immer wieder korrigiert in einer Bar, der zu mir sagte, also wir haben uns auf Englisch unterhalten, aber dann den Namen immer gesagt, Murakami Haruki. Also der Name wird dann umgekehrt ausgesprochen. Also zuerst der Nachname, dann der Vorname. Aber so, ist egal. So macht man es in Japan, ja. Genau, wir sagen jetzt einfach Murakami, weil wir immer das schon so gesagt haben. Ja, und auch immer so, und das Murakami, ich finde, die Diktion passt irgendwie nicht so gut in den deutschen Satz. Ja, richtig, das ist ungewöhnlich. Und das andere ist, ich wollte mal raten, wie du dazu gekommen bist. Ich weiß es selber nicht mehr ganz, aber rat trotzdem mal. Du hast ja, diesen Japanischkurs gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, 8., 9., 10. Klasse, kann das sein? Ja, später, 10., 11., 12. Später? Ah ja, okay. An der Volkshochschule, parallel zur normalen Schule, die du besucht hast. Und ich dachte, dass du vielleicht irgendwie über diesen Zusammenhang auf Murakami gekommen bist. Im Prinzip ja. Also ich weiß es nicht mehr genau, wo ich zum ersten Mal über einen Murakami-Roman irgendwas gelesen habe. Aber du hast natürlich recht. Ich habe in meiner späten Schulzeit super viel mich interessiert für Japan, japanische Kultur, Anime, Manga gar nicht so, aber Anime, dann später auch ja, japanische Horrorfilme. Das kam dann so ein paar Jährchen später. Und in dem Zusammenhang werde ich sicherlich irgendwann mal nach japanischer Literatur gesucht haben. Ich habe mein erster japanischer Roman,
den ich im Deutschen gelesen habe, war, wie hieß denn das, ein trübe Wasser in Tokio oder irgendwie sowas. Ist das das mit diesen Leichenwäschern? Nee, das war... Das will ich unbedingt noch lesen. Das war das von Kenzaburo Oe. Das war ein krasses Buch. Das habe ich aber erst sehr viel später in der Uni dann gelesen, weil das nicht zu lesen ist. Nee, Trüber Wasser in Tokio ist ein relativ harmloser Krimi von Masako Togawa, der auch gar nicht so gut ist. Aber den hatte ich, glaube ich, irgendwann wahrscheinlich mal in einem Buchladen gesehen, als es noch Buchläden gab. Und hab dann vielleicht einfach auch in der Sektion im Buchkaiser, wo japanische Bücher standen, dann vielleicht einfach diesen Namen, diesen Autor gesehen. Ich weiß auch noch, welches Werk das erste war, was du von ihm gelesen hast, ja, weil wir diesen Namen auch immer wieder so erwähnt haben, diesen Titel vielmehr. Boah, ich bin heute wirklich, also vollgefressen aufnehmen, Gehirnleistung 5%. Du bist immerhin nur 2% weniger als sonst. Ich wollte den gleichen Witz, wollte ich gerade machen. Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen, aber ist ja egal. Ja. Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt. Ich glaube, den habe ich erst etwas später gelesen. Was? Das war einer meiner früheren. Dann war es die wilde Schafsjagd. Ich bin mir aber sicher, dass es die wilde Schafsjagd war. Ah, okay. Mhm. Sehr schön. Ich habe also wilde Schafsjagd irgendwie gekauft und habe das gelesen und habe schon hinten auf dem Klappentext dachte ich, hä? Was? Um es kurz zusammenzufassen, ganz viele Plot-Details fehlen mir da. Ich habe den schon lange nicht mehr gelesen. Wilde Schafsjagd ist eine Art Detektivroman, Detektivgeschichte von einem, der bekommt den Auftrag, ein Schaf zu suchen, das irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wird. Ja, da kommen irgendwie so Männer in Schwarz und geben großartig ihm diesen Auftrag und er macht sich dann auf die Suche und begibt sich dann in den Norden Japans, nach Hokkaido, wo in also irgend so eine sehr, ja, eigentlich schon geradezu verlassene alte Minenstadt, Bergarbeiterstadt, die halt, da kommt dann so dieses bisschen ländlich-historische rein, die einfach nicht mehr so richtig läuft, wo er dann dieses Schaf dann irgendwie findet und dann in dieser Hütte lebt. Und gleichzeitig trifft er sich oder denkt er an seinen alten Freund Ratte und dass er mit dem früher mal irgendwie eine Bar aufmachen wollte oder so. Also es ist völlig abgefahrener Kram. Ich habe das gelesen und ich war einfach hin und weg, denn ich fand den Stil erstmal wahnsinnig cool. Ich weiß natürlich nicht, wie Murakami im japanischen Original so klingt. Ich habe manche seiner Werke auf Englisch gelesen, manche auf Deutsch. Aber das, was er irgendwie so, was ihn ausmacht, finde ich, hat sich in Deutsch immer recht gut gelesen. Ob das dieses, jetzt nun nüchtern lakonische im Stil, ne? Richtig, auch. Genau. Es ist irgendwie, gerade Wilde Schafsjagd ist da nochmal anders als jetzt vielleicht andere, wie Naokus Lächeln. Wilde Schafsjagd ist ein sehr komischer Roman auch. Nicht nur, der endet traurig, der hat seine traurigen Momente. Aber er ist auch super witzig. Es gibt auch dieses eine Kapitel, das nur aus einem Satz besteht. Langsam werde ich dick. Weil er in der Hütte ist und nur noch diese Dosen-Ravioli frisst oder so. Und er hat, wie gesagt, dieses sehr nüchtern lakonische, wo aber irgendwie immer noch so dieser Hauch von Lebensweisheit übermittelt wird. Und was ich an dem Werk ganz besonders krass finde, und das ist das, was ich so bei kaum einem anderen Autor finde oder so erlebe, wie bei Murakami, und das gilt auch für viele seiner anderen Werke, dass irgendwie, dass man das Gefühl hat, die Welt da passiert irgendwie einfach so. Ja, es läuft nicht alles auf so einem narrativen Strang, der irgendwie so einem Spannungsbogen folgen muss, sondern auf den ersten Seiten erzählt er schon, wie er halt irgendwie dieses Mädchen kannte und ja, irgendwann war die halt einfach tot. Und fertig. Und dann geht das Ding einfach weiter. Also er reflektiert sehr viel über Beziehungen, die dann plötzlich der Tod beendet. Das ist ja eins, das ist ja fast jedem Werk das Hauptthema bei ihm auch. Ja. Und, oder genau, ein klassisches Thema, müsste man sagen. Ja, und bei ihm kommt es dann halt aber immer halt einfach, wie der Tod halt so kommt. Dann war die Figur halt, die starb, dann steht häufig sowas wie, 2 Wochen später starb sie.
infolge eines Unfalls. Und seitdem. Erinnerst du dich noch? Wir haben doch irgendwann mal, als wir über Murakami gesprochen haben, sind wir irgendwie so drauf gekommen, dass so eine typische Geschichte irgendwie so aussieht, dass, dass ein Mann immer zu dem gleichen Baum geht und immer wieder von diesem Baum erzählt und irgendwann kommt er zurück und erzählt, dass sein bester Freund dort gestorben ist. Einfach. Das ist so ein seltsamer Mix irgendwie. Man hat so ein ganz alltägliches Naturmotiv irgendwie. So eine ganz nüchterne Darstellung, immer so was Ritualisiertes, was ja auch ein Stück weit vielleicht einfach aus der japanischen Kultur sich da so überträgt. Und dann so ein nüchternes Beschreiben von einer ganz existenziellen Sache irgendwie, ne? Also auch da kann man sich gut vorstellen, wie diese Figur, die ja so für sich ist, einfach erstmal ein Sandwich isst und ein Bier trinkt, obwohl gerade was Furchtbares passiert ist. Das ist, glaube ich, so typisch Murakami auch. Ja. Ich finde das, wir hatten von seinem manchmal nüchternen Stil gesprochen. Wusstest du, das habe ich gestern erst gelesen, dass der magische Realismus ursprünglich ein anderer Begriff für die neue Sachlichkeit war? Nee, das wusste ich nicht. Also das tatsächlich war das erstmal parallel, hat sich dann aber einfach auseinanderentwickelt. Galt aber erstmal als die gleiche Herangehensweise, witzigerweise. Interessant eigentlich, ne? Ja. Weil hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber irgendwie gibt es vielleicht dann doch auch Sinn, ja. Und über wilde Schafsjagd, das fand ich einfach so cool. Dann teilweise auch so lustig. Und ich war einfach drin in dieser Welt, wie er da in diesem Dorf ist. Und die Figuren bei Murakami sind ganz oft auch alleine irgendwie unterwegs und erleben die Welt einfach nur durch ihre eigenen Augen und ihre eigenen Erfahrungen. Und ja, bereichern sich daran. Das ist ein ganz starker Fokus. Und das fand ich so wahnsinnig stark, dass ich direkt einen Haufen anderen Kram gelesen habe. Dann Hardboiled Wonderland and the End of the World. Naokos Lächeln. Ah, auch ganz toll, ja. Dann Gefährliche Geliebte. Ist aber definitiv nicht sein bester. Ja, ist auch nicht mein Liebling, finde ich aber trotzdem unterschätzt. Also zur Gefährlichen Geliebten muss man jetzt eigentlich heranzitieren, dass ja das literarische Quartett daran zerbrochen ist. Ja, richtig. Da ging es ein bisschen auseinander. Genau. Kannst du vielleicht kurz erklären, warum? Denn ich glaube, da kommt dann eines auch der großen Themen, die eigentlich immer in Murakami-Romanen auftauchen. Und vielleicht können wir darüber dann auch ein bisschen reden. Ja. Obwohl ich es eigentlich fast cool fände, wenn du dein erstes Murakami-Buch hier auch noch kurz, da deine erste Erfahrung auch noch kurz vorstellst. Ne? Ja. Ist witzig, weil das ist tatsächlich die gefährliche Geliebte und gleichzeitig nicht. Denn das habe ich als Hörbuch geschenkt bekommen von meiner damaligen Freundin. Mhm. Und wir haben das dann zusammen angehört, weil ja man ein Buch nicht zusammen, das kann man ja nicht zusammen lesen. Und zumindest nicht gleichzeitig, nicht synchron. Mit dem Hörbuch geht das aber. Und das habe ich dann gehört und ich habe es später aber auch nochmal als Text gelesen. Aber mein erstes wirkliches Buch, der erste wirkliche Roman, den ich von Murakami gelesen habe, ist auch bis heute noch einer meiner absoluten Lieblinge insgesamt in der Literatur. Und das ist Tanz mit dem Schafsmann, der Roman. Mhm. Das ist im Prinzip die Fortsetzung zur Wilde Schafsjagd. Man könnte fast sagen, Wilde Schafsjagd, Tanz mit dem Schafsmann und wo kommt denn Ratte noch vor? Ist das Pinball 1973? Das ist eins, ja genau. Oder Pinball 1973 ist der erste Band dieser Rattentrilogie. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wie ein Triptychon, stelle ich mir das immer vor. Es sind irgendwie so drei separate Sachen eigentlich, drei separate Darstellungen, die aber irgendwie miteinander verbunden sind, die irgendwie miteinander kommunizieren. Ja. Und auch irgendwie, also für sich Sinn machen, zusammen aber auch noch mal eine eigene Sinnebene bilden. Wobei dazu gesagt werden muss, dass das seine ersten beiden Romane, hier The Wind Sing und Pinball 1973, erst 2015 bei uns verlegt wurden. Genau. Der erste Roman, der bei uns rauskam, war tatsächlich Wilde Schafsjagd. Ah ja, okay. 89. Ja, das Pinball-Ding hat er irgendwie lange einfach, fand er selber, glaube ich, irgendwie scheiße, meine ich. 89 im Englischen, im Original 82. Ja. Okay. Ja, also Tanz mit dem Schafsmann war mein Einstieg in Murakami und mir ging es ähnlich wie dir. Ich konnte nicht aufhören, den zu lesen.
Ich habe den Ende der Schulzeit, so im Abitur oder kurz nach dem Abitur angefangen zu lesen. Und jetzt, wobei, Murakami generell also, oder nur Tanz mit dem genau, Schafmann. Genau, ja. Und das war jetzt die gefährliche Geliebte. Tanz mit dem Schafsmann habe ich im Studium gelesen. Und ich glaube, Murakami hat mich da auch stark inspiriert in einem Lifestyle, der ähnlich war zu dem in den Büchern, aber auch irgendwie, ja, ich habe mir da viel abgeholt, so was das Kochen angeht und das Bier trinken und eben, wie du gesagt hast, das alleine Dinge tun und alleine auskosten. Von ganz alltäglichen Dingen eben, also einfach Jimi Hendrix zu hören, sich ein paar geile Nudeln warm zu machen und sich hinzusetzen, ein Bierchen zu trinken und ja, sich das dann reinzuziehen. Einfach. Ist auch geil. Total. Ja, und auch so, also das ist ja auch sowas ganz Spannendes bei Murakami, die Perspektive der Figuren. Und vor allem der Hauptfigur, die ja immer so, das wird ihm ja auch immer zugute gehalten, diese individuelle Freiheit so betont. Also die sind irgendwie ganz frei, mitunter auch monetär sehr unabhängig, was ja so ein bisschen die Suspension of Disbelief ein bisschen ankratzt, aber das sei ihm verziehen. Also, tatsächlich aber, haben die immer einfach Geld, um sich das ganze Zeug zu kaufen, ja. Genau, ja. Da heißt müssen aber irgendwie in so einem auch Nebensatz, arbeiten oder so. Genau, ich hatte noch ein bisschen Ersparnisse. Ich hatte ja, noch ein paar Ersparnisse, dass genau. Ich monatelang einfach in meiner wahrscheinlich arschteuren Wohnung in Tokio leben konnte ja. Und mir jeden Tag einfach ja. Nur Bier und Whisky und was Geiles zu essen reinziehen konnte. Richtig. Wobei, witzigerweise, wir hatten es ja von der gefährlichen Geliebten, da ist es ja tatsächlich ausnahmsweise mal nicht so. Da hat ja der, ich weiß gar nicht mal, wie der heißt, also die Hauptfigur hat nach Abschluss des Studiums so einen ganz, ganz furchtbar langweiligen Job. Und kommt dann abends immer nach Hause, hat auch irgendwie gar keine Freunde, hört Jazzplatten und betrinkt sich einfach. Aber jetzt nicht so auf die coole Art, sondern das ist einfach, der ist einfach fertig. Ja? So, und das ist seltsam, weil bei Murakami gibt es ganz oft, dass die Leute heimkommen, Whisky trinken, Jazz hören und denen geht's super, obwohl irgendwelche krassen Sachen am Start sind. Aber da ist es halt nicht so. Und der verdient dann später einen Haufen Kohle, weil er eben in eine Unternehmerfamilie einheiratet und der Vater seiner Frau, also sein Schwiegervater, bringt ihn dann noch dazu, so dubiose Aktiengeschäfte, Insiderhandel zu tätigen und darüber wird er dann ganz arg reich und führt dann so ein Snob-Leben tatsächlich. Naja, also du wolltest wissen oder wolltest auch, dass ich kurz auseinanderlege, warum das philosophische Quartett dran zerbrochen ist, meine ich, oder? Das Literarische, ja. Verzeihung, genau. Ja, genau, das ist ja eigentlich schon eine Ansage, dass es ein Buch gibt, das die da besprechen wollen und dann irgendwie dann zerbrechen tatsächlich. Also da gab es einen Riesenstreit. Wie hieß sie nochmal? Sigrid Löffler. Ja. Wie kam das? Also was muss ein Buch tun, damit sowas passieren kann? Ja. Also ich bin jetzt kein Experte, was das literarische Quartett angeht. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, welche feministische Haltung Sigrid Löffler hat. Aber das kollidierte mit der von Karasek und Marcel Reich-Ranicki. Und worum ging's? Die Hauptfigur, von der ich gerade erzählt habe, hat eine Phase im Roman, noch bevor er die Frau kennenlernt und bevor er noch reich wird, wo er so eine Affäre hat mit so einem jüngeren Mädel, das ist, glaube ich, im Studium verortet. Und die schlafen die ganze Zeit wie verrückt miteinander. Die vögeln quasi die ganze Zeit. Und das stieß dann Sigrid Löffler ziemlich auf. Sie hat es beschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, als Fastfood-literarisches McDonald's allenfalls. Ist das aber keine Literatur. Und Karasek und Ranicki haben versucht, dagegen zu argumentieren oder haben dagegen argumentiert und gesagt, naja, bei diesem Rumgevögel geht es um reine Mechanik und das steht in krassem Kontrast zu der starken, intensiven Liebe, die die Hauptfigur dann im Verlauf des Romans kennenlernt. Anhand so einer Art Femme Fatale, Shimamoto, wenn ich mich nicht täusche, heißt die Figur, eine alte Bekanntschaft aus der Grundschule, die Hauptfigur total verzaubert, beinahe schon abhängig von sich macht.
Und ich denke, für Sigrid Löffler war das ja wahrscheinlich aus feministischer Perspektive, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich vermute nur, ja, zu sexistisch und zu sehr aus der männlichen Sicht gedacht, wobei ich dazu sagen muss, dass ich die Argumente von ihr und auch die Haltung überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also völlig unbegründet, meiner Meinung nach. Also ich habe das Werk ja auch gelesen und man kann natürlich bei Murakami immer sagen, okay, in seinen Werken leben die Hauptfiguren auch oft, ich sag's mal platt, pubertäre Fantasien aus. Das ist auch dann in der Pilgerreise des farblosen Herrn Tasaki irgendwie am Anfang so, wo er dann Träume hat von diesen zwei Mädels und dann träumt er, dass sie ihm einen runterholen und so Zeug halt. Das ist bei ihm aber halt ganz normal. Also Sexualität ist kein besonderer Moment, nicht unbedingt in Murakami-Roman, sondern es gehört einfach dazu. Es ist nicht diese oh, krassen Sexszene, sondern in manchen Romanen kommt das die ganze Zeit oder wird sehr, sehr stark betont und auch thematisiert. Richtig, ja. Gerade in der gefährlichen Geliebten ist es auch stark betont. Da ist es ja aber auch das Thema irgendwie von dem ganzen Ding. Richtig, genau. Das ist noch mehr Thema als sonst tatsächlich. Ja, und es steht stark im Mittelpunkt. Ja. Ich finde aber, dass die anderen Aspekte seiner Romane das auf jeden Fall aufwiegen. Selbst wenn man sagt, okay, es ist ein bisschen langweilig oder es wiederholt sich zu viel oder es ist vielleicht ein bisschen plump dargestellt. Das ist ja aber nicht alles, was diese Romane zu bieten haben. Wie gesagt, Gefährliche Geliebte war nie mein Lieblingsbuch von ihm. Wahrscheinlich würde ich es sogar relativ weit unten ansiedeln im Vergleich. Ja. Weil es mich thematisch auch irgendwie nicht angesprochen hat irgendwie. Auch wenn ich tatsächlich... Jetzt muss ich fragen, was ist denn dein Liebling von Murakami? Naja, das hatten wir doch schon. Tanz mit dem Schafmann. Also ich muss sagen, okay, ist auch dein Lieblingsroman ja, von ihm. Auf jeden Fall. Also es gibt noch eine Handvoll andere. Naokos Lächeln ist ganz dicht dran. Obwohl es auch ganz anders funktioniert. Ich weiß, dass ich 1Q84, das war übrigens mein letztes Buch von ihm, was ich gelesen habe, also der letzte Roman, wobei auch alle Erzählungen, die danach erschienen sind, Schlaf habe ich nochmal gelesen, weiß jetzt aber nicht, vielleicht war das auch vorher. Ja, also da gibt es schon eine Handvoll, ja. Auch Wilde Schafsjagd ist klasse, einfach weil es auch so unfassbar witzig ist. Ja, doch, aber also Naokos Lächeln und Tanz mit dem Schafsmann sind ganz oben mit dabei. Und Mr. Aufziehvogel mag ich auch total gerne. Weil, ja gut, dass du sagst, weil mir geht's bei Murakami so, dass tatsächlich, obwohl das gar nicht mein Genre ist, würde ich sagen, Naokos Lächeln ist definitiv nicht nur mein Liebling, ich würde auch einfach knallhart sagen, es ist das Beste. Mhm. Weil, es hat nochmal eine Deepness, die den anderen Büchern abgeht, oder? Ja, also Naokos Lächeln ist erstmal halt die Geschichte von diesem Studenten. Kafka am Strand habe ich vergessen. Kafka am Strand. Das ist auch ein klasse das, Buch, da, ja. Das hat vor allem coole Teile. Ja, da können wir gleich noch drauf eingehen, auf so coole richtig, Stellen, die wir irgendwie mögen. Ja. In Naokos Lächeln haben wir eine Hauptfigur, die, glaube ich, so während der Studentenrevolten in den 60ern, wenn ich mich recht entsinne, halt auch Student ist und dann halt einen Haufen Leute kennenlernt. Und eine davon ist eben diese Naoko. Er lernt auch eine andere Midori oder irgendwie Midori, sowas. Ja, grün. Midori kennen. Und diese Naoko ist eine sehr, sehr schwierige Person. Die hat Schwierigkeiten mit der Psyche. Ich will gar nicht sagen, dass sie eine Depression hat. Ich weiß nicht, ob das so klar gestellt wird. Aber es geht in die Richtung. Also sie wird dann auch in eine psychiatrische Klinik überwiesen, wo er sie dann gegen Ende zu besucht. Und das ist eigentlich ein reiner Liebesroman. Da ist kein Krimi-Plot dabei. Das ist einfach ein Liebesroman. Und eigentlich finde ich finde es wahnsinnig schwierig, weil viele, sagen wir mal, auch so Romanzen und so sprechen mich einfach irgendwie nicht an. Weil die Handlung halt immer so, ja, okay, und dann, man weiß so, wie sowas abläuft und dann klappt es nicht und dann rennt er ihr vielleicht hinterher und muss irgendwelche verrückten Sachen machen und am Ende kommen sie irgendwie zusammen. Und Naokos Lächeln ist irgendwie fast schon ein Gegenentwurf dazu, weil das ist einfach, das ist, glaube ich, der traurigste Liebesroman, der irgendwie existiert. Schwermütig. Ich kenne natürlich nicht viele, aber das Krasse bei Murakami ist,
dass der Tod in seinen Roman irgendwie okay ist. Also es wird nicht, das wird nicht ausgeschlachtet bei ihm. Es gibt, ich glaube, das ist auch in Naokos Lächeln, wo er mit bei Midoris Großvater irgendwie immer im Krankenhaus ist und der dann auch irgendwann stirbt. Ich glaube, das ist da auch drin. Okay. Und der stirbt dann halt, weil er halt schwer krank ist oder sehr alt ist. Und das ist dann okay. Und der Tod ist einfach auch durch die Art, wie Murakami das schreibt, in seinen Roman irgendwas, was einfach dazugehört. Und was definitiv natürlich schwierig ist, aber was nichts zwingend Negatives ist, sondern was vielleicht auch eine positive Erfahrung, die man hatte, vielleicht auch noch mal verstärkt. Liegt sicherlich auch ein bisschen an der unterschiedlichen Tradition und Kultur, dass der Umgang ist einfach genau, der Umgang anders, ist anders. Ne? Es scheint mir so, als ob der Tod da nicht so tabuisiert ist in dem Sinne. Auch wenn er natürlich das immer irgendwie auch in so ein bestimmtes romantisches Licht setzt, häufig. Aber tatsächlich würde ich sagen, das ist ein Roman, wo ich am Ende tatsächlich auch immer irgendwie sentimental werde. Ja, ja. Und das gelingt wenigen schön beschrieben. Romanen, ja. Richtig, auch setzt sich dahingehend auch echt nochmal ab von seinen anderen. Ich finde auch, dass dieser Roman dass der poetisch gesehen noch dichter, komprimierter verdichteter ist einfach seinem poetischen und literarischen Gehalt nach als die anderen Bücher. Irgendwie ist es organisch, es gehört viel mehr zusammen, es ist irgendwie auch so ein kohärentes Etwas, ja, es ist so eine Sache. Mir fällt es schwer, das zu beschreiben, aber ich finde, es ist einfach, der geht tiefer, sagen wir es mal so, der geht tiefer noch in die Figuren, in die einzelnen Aspekte der Themen, die verhandelt werden, ein und das hat, glaube ich, das reißt einen, glaube ich, so mit auf die typische Murakami-Art und Weise, ja, also ganz langsam und ganz, ja, bedächtig tatsächlich. Bedächtig. Kann man das überhaupt sagen? Ja, bedächtig ist auf jeden Fall ein Wort. Ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest. Meine Hirnleistung ist ja heute um 2% geringer als sonst. Also bei 1%. Nee, Quatsch. Also das ist schon, Naokos Lächeln ist schon nochmal was ganz Besonderes. Da würde ich dir absolut zustimmen. Vielleicht kann man das wirklich so sagen. Ich scheute mich jetzt erstmal so, als du gesagt hast, das Beste, aber irgendwie, ja, ohne jetzt die anderen auszuschließen, ohne zu sagen, das ist das Beste und deswegen sind die anderen nichts wert oder so, ja. Ja. Aber es ist schon, doch, kann ich, glaube ich, mitgehen. Es ist was Eigentümliches im Murakami-Eigentümlichen. Ja, und es ist auch eins seiner normaleren, also, wenn ich mich recht entsinne, kommen da keine großen magischen Elemente vor, die wir ja sonst in den meisten seiner Werken auf die ein oder andere Art und Weise haben. Ob es jetzt das Schaf ist oder in Mr. Aufziehvogel, diese Brunnengeschichte, das Wahnsinn, gleitet ja rüber ins Märchenhafte, in Kafka Richtig. Am Strand, das geht ja tatsächlich beinahe ins Fantasy rüber dann. After Dark ist ein bisschen eine Ausnahme, weil das ist, glaube ich, rein stilistisch gesehen sein eigenartigster. Weil Sputnik Sweetheart haben wir noch vergessen, ist aber fast schon eine Erzählung eigentlich, so eine Art Novelle eigentlich. Die habe ich aber tatsächlich nicht gelesen, ja. Nicht? Nein. Ah, okay. Ist ja auch so Sci-Fi-mäßig, aber ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Genau, bei After Dark ist ein relativ kurzer Roman und der ist geschrieben, sagen wir mal, im neutralen Erzähler, würde ich mal ganz vorsichtig formulieren, im Prinzip aus der Sicht einer Überwachungskamera, so könnte man es beschreiben. Also es wird teilweise auch, ich weiß nicht, ob nicht doch, sagen wir mal, personale Elemente drin sind, aber so die Art und Weise, wie die Bilder beschrieben werden, hat das was ein bisschen so was Drehbuchartiges, ja. Und jetzt schauen wir nach rechts und dann kommt da so und so. Das war eine sehr eigenartige Erfahrung. Definitiv was anderes, aber allzu sehr eingeprägt hat sich's mir nicht. Bei Kafka am Strand kann ich dir ab der zweiten Hälfte eigentlich nicht mehr sagen, was passiert.
Ich weiß aber, dass ich die erste Hälfte, da gab es ein paar Sachen, die ich einfach wahnsinnig cool fand. Und diese ganze Bibliotheksepisode ist großartig. Ich dachte vor allem eher an so den Beginn mit diesem Jungen. Der bricht ja dann aus, aus seinem Heim und macht sich auf so eine Art Roadtrip, Roadmovie-Style. Packt dann am Anfang seine Sachen und hat dann diesen imaginären Freund, Krähe oder so heißt er doch. Krähe, genau. Ja, und richtig. Also ihr merkt, Ratte, Krähe, ihr merkt diese Themen, diese Motive, die er auch immer hat, diese, sag mal, Tierwesen, die dann irgendwie Freunde sind. Und Ratte ist ja irgendwie ein Mensch, aber irgendwie auch nichts, genauso wie Schaf irgendwie ein Mensch ist und irgendwie auch nicht. Ja, und, das ist typisch Murakami. Ja, und das fand ich so wahnsinnig inspirierend. Und allein die ersten Kapitel mit diesem Jungen, der packt dann nämlich seinen Koffer und fragt sich, ey, was mache ich eigentlich rein in meinen Koffer und was nimmt man denn mit, wenn man so abhaut? Und dann geht er ja und trifft dann da diese Frau und kriegt dann einen Ständer und so, also das Übliche halt. Die sexuellen Komponenten. Das kommt natürlich dazu, die sexuellen Erfahrungen, ja. Aber soweit ich weiß, diese Episode, dieses Rucksack einpacken, war meine Inspiration für Die Makellosen. Mein nicht heruntergeladener Roman auf meiner Seite. der dringt noch mal. Soll ich dir den Gefallen tun? Soll ich es jetzt einfach mal downloaden? Nee, ist okay. Ich muss dir noch mal, drüber lesen. Der ist auch scheiße formatiert. Hinter mir im Regal. Ja, steht stimmt. Das war nämlich ein Geburtstagsgeschenk. Ja, ist aber auch auf meiner Homepage. Ist, glaube ich, wahrscheinlich gefällt er mir selber nicht mehr. Aber der muss ich noch mal, was die Formatierung angeht, drüber gehen. Die ist nämlich. Da habe ich noch so mit Tab irgendwie eingerückt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber egal. Das war auf jeden Fall, ist auch grob die Zeit, ne? So 2005 kam der bei uns raus. Und, glaube ich, 2006, 2007 habe ich dir das Ding gemacht. Also, das war eine große Inspiration für mich. Und ich wollte tatsächlich auch mal ein Point-and-Click-Adventure machen, das damit beginnt, dass du halt einen hast, wie die Makellosen, der bekommt einen Anruf. Ey, du hast noch eine Stunde, dann sind sie bei dir, du musst abhauen. Und das ist so gut. Dann bist du in deiner Wohnung und hast die Möglichkeit, deinen Rucksack zu füllen. Aber du kannst nicht alles mitnehmen, so Diablo-Style. Ja. Und dann, du kannst dir dann halt Sachen in den Rucksack reinmachen und gehst dann auf diese Reise. Aber wie du die Rätsel, die sich im Verlauf des Spiels löst, hängt davon ab, welche Sachen du mitgenommen hast und welche nicht. Das ist eine tolle Idee. Die fand ich auch cool, aber mir ist halt nie eingefallen, wie man das gescheit umsetzen könnte, weil das, glaube ich, sehr, sehr gut getestet sein muss, dass du nicht doch diesen einen Build finden kannst, wo du es einfach nicht lösen kannst. Und dann wird es schwierig. Aber die Idee fand ich eigentlich immer cool, dass man gar nicht weiß, was man eigentlich machen muss. Man packt einfach mal ein, was man denkt, was sinnvoll ist für die Reise und muss dann damit irgendwie zurechtkommen. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf dieses Thema zurück, aber sicherlich nicht. Weil es einfach zu aufwendig ist. Ja, ich würde es gerne spielen. Also, ja. Ich auch, ne? Okay, off-topic, Klammer wieder zu, oder? Richtig. Mein Vater hat, mein Vater hat sich ja früher auch immer dafür interessiert, was ich so lese, was ich angucke. Muss ich ihm auch immer zugute halten, dass er mit mir auch immer Sachen angeguckt hat, die er bestimmt scheiße fand. Mhm. Um einfach da informiert zu sein. Und dem habe ich auch irgendwann mal irgendein Murakami-Buch gegeben und er hat es gelesen und gesagt, okay, was ein Scheiß. Wirklich, echt? Also er fand es nicht gut, vor allem halt, weil diese Figuren halt immer irgendwie so slacker-mäßig halt nur so am Rumgammeln sind irgendwie und kaum irgendwie auch dann oft mal eine Initiative ergreifen, die. Er hat auch immer gesagt, wie leben die eigentlich? Also wo haben die das Geld her? Er hat das einfach gehasst, dass das so ein komisches, dass man so ein Zugeständnis manchmal machen muss, um zu akzeptieren, dass diese Menschen überhaupt existieren. Ja, Und der hat immer gesagt, der hat auch, glaube ich, zwei, drei gelesen, hat gemeint, das ist immer das Gleiche. So jede Figur ist irgendwie immer eine Variation von dem einen oder von dem anderen. Mhm. Und ich habe manchmal, also als ich die Pilgerreise angefangen habe, ich gedacht, boah, eigentlich habe ich den Roman schon mal gelesen. Und zwar gelesen als Teile von allen anderen Romanen, die ich von ihm gelesen habe. Da ist so viel wieder von dem gleichen Scheiß mit drin. Wie stehst du dazu? Ist Murakami ein Autor, der irgendwie halt so seine ein, zwei Spielarten kann und die brutal einfach immer wieder abzieht? Naja, also ich meine, man kommt nicht umhin, zu sagen, dass Murakami sehr, sehr ähnliche Romane hat. Also vor allem, was die Figuren angeht natürlich. Also
die Tätigkeiten der Hauptfiguren, diese ganzen Nebentätigkeiten wie Kochen, Bier trinken, spazieren gehen, irgendwie in eine Bar sich reinsetzen, bestimmte Musik zu hören etc. All das, was auch die Romane von Murakami zu postmodernen Großstadtromanen macht. Man muss nämlich sagen, du hast es vorhin gesagt mit Tokio und so, es ist natürlich irgendwie in Japan immer, aber es könnte auch überall anders, überall sonst auf der Welt sein, mit ganz, ganz wenigen kleinen japanischen Feinheiten. Es könnte aber auch New York, Hamburg, Paris oder London sein. Das ja, ist halt Murakami. Also, und vor dem Hintergrund dieser Folie ist es natürlich auch nicht unwahrscheinlich, dass sich viele Sachen ähnlich lesen, zumal ja auch der Stil immer der gleiche ist. Bei den Erzählungen schweift er manchmal ab, oder jetzt After Dark, das habe ich nicht gelesen, ja, ist schon auch ein bisschen anders offensichtlich. Oder Hardboiled Wonderland, genau, das wirklich, wirklich anders ist. Ja. Das liest sich fast eigentlich gar nicht mehr stilistisch wie ein typischer Murakami. Aber ja, also in der Summe, ja, er hat durchaus sehr viele Ähnlichkeiten, auch abseits der intertextuellen Verweise, stilistisch wie inhaltlich, gerade in Bezug auf die Hauptfiguren. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es genau das Gleiche ist und dass es deswegen langweilig ist. Denn die Handlung, ja, auch wenn sie oftmals parallel zu anderen Romanen wirken und eine große Ähnlichkeit haben, haben dann doch in der Summe immer eine andere Aussage, tragen immer eine andere Aussage. Und ich glaube, darauf kommt es an. Grundlegend, was die Leseerfahrung angeht, würde ich aber sagen, dass es sich sehr, sehr ähnlich liest und dass man durchaus auf die Idee kommen darf, das kenne ich doch schon. Oder? Was meinst du? Mir geht es auch so. Also tatsächlich, wie gesagt, die Pilgerreise, es war nicht schlecht zu lesen, aber ich dachte irgendwie, kommt jetzt noch irgendwas? Also ich war nicht in dem Sinne fasziniert, dass ich wissen wollte, wie das jetzt weitergeht. Weil es mir irgendwie im Sinn, auch wenn ich es natürlich jetzt nicht hätte ausschreiben können, mir grob weiter hätte erzählen können, irgendwie, wie es dann halt so passt. Und ich war da nicht so drin in diesem Leben von diesem Herrn Tasaki, dass ich da die Lust gehabt hätte, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Vielleicht war das ist das ein Fehler. Aber also, mir geht es auch, ganz ehrlich sagen, bei Filmen. Mir ging es auch so mit den letzten Romanen. Ich hatte irgendwann eine Phase, wo ich. Da habe ich nur Murakami gelesen, bestimmt ein oder anderthalb Jahre lang. Ja. Vielleicht sogar zwei am Stück tatsächlich. Da habe ich fast alles irgendwie so runtergegrindet. Und dann habe ich eine ganz lange Pause gemacht und dachte, jetzt irgendwann fange ich es wieder an. Ich habe die Bücher auch ganz oft weiterempfohlen und auch verschenkt und so weiter. Aber irgendwie bin ich selber dann auch nicht mehr weitergekommen. Also ich habe irgendwann tatsächlich Tanz mit dem Schafsmann einfach aus Nostalgiegründen nochmal angefangen, fand es auch cool, habe es aber einfach irgendwann nicht mehr weitergelesen. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, mir ist noch eingefallen, was dieses Wiederholen der Thematik und der Figuren etc. angeht, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel mit Sherlock Holmes, oder vielleicht nicht das, weil das kenne ich eigentlich vom Text nicht, nehmen wir mal Krimis, ja, so klassische Krimis, dann die sind sich ähnlich. Da ist es ja wirklich die gleiche Hauptfigur, wirklich die gleiche Welt jedes Mal, die gleichen Umstände, das sind die gleichen Orte, an denen die Leute sind, also wenn die jetzt irgendwie in einer bestimmten Polizeistation sind oder in einer Kleinstadt und so weiter. Und da ändert sich eigentlich ja nur der Fall tatsächlich, den die Hauptfigur dann lösen muss. Und das lesen die Leute ja gerne, wahrscheinlich auch gerade wegen dieser Wiederholung mitunter. Weil man dann sozusagen so seine Lieblingsplätze hat und sich da so, ja, wie bei einer Serie, die Sachen schon kennt, ne? Das ist bei Murakami nicht so. Es sind eher so, bei ihm ist es eher, ja, wie im Traum, als hätte man was Ähnliches geträumt quasi nochmal. Es ist nicht genau gleich, aber man kennt es irgendwie so. Er hat auch oft nicht dieses, diesen Moment, wo man denkt, okay, jetzt geht die Story los, ja, jetzt kommt dieser Konflikt, der jetzt gelöst werden muss bis zum Ende des Romans. Manchmal laufen die halt einfach so ab. Die Romane, richtig, das kann was Gutes sein. Das ist so eine klassische Dramaturgie. Ja, bei Naokos Lächeln funktioniert das wunderbar. Wilde Schafsjagd hat ja sowas wie so einen Konflikt, aber es wirkt immer so, als wäre es gar keiner. Also als könnte die Hauptfigur sagen, ach, weißt du was, ich nehme den Scheck so und lass mich in Ruhe, ich mache jetzt wieder mit meinem Scheiß weiter. Aber tatsächlich, manchmal fehlt mir so ein bisschen dieser Drive. Ich habe vorhin, als ich
eine Rezension angeguckt habe zu seinem letzten Kurzgeschichtenband von Männern, die keine Frauen haben. Aus der Zeit, hier ein Zitat, steht auf Wikipedia. Das fand ich, hat es irgendwie ganz gut ausgedrückt, witzigerweise. Halt, warte, bevor du es gleich vorliest, ja. Von wann ist... Das ist von 2014. Das war das Letzte, was er veröffentlicht hat? Die letzte Kurzgeschichten-Sache war das. Ah ja, okay. Und generell das Letzte, was er veröffentlicht hat? Das war... Roman, oder der macht ja auch manchmal journalistische Sachen. Das war Sachen. Die Ermordung des Commendatore. Das war in zwei Teilen erschienen, 2017 und 2018. Das heißt, und davor war Roman die Pilgerreise? Ja. Okay, und davor? 1Q84. Oh. Ah ja, okay. Gut, dann habe ich zwei Romane noch vor mir. Gut, also entschuldige, die Rezension, das Zitat. Das ist nur ein Zitat, es steht hier. Denn bisweilen geht auch Haruki Murakamis defensiver, untertouriger Erzählfluss auf die Nerven. Und natürlich soll er genau das. Er ist einfach zu schlicht, um nicht kalkuliert zu sein. Eine subtile Provokation, die einige Leser unerträglich ärgert, bei sehr vielen anderen aber zu einer diffusen Unruhe führt, die sie wie hypnotisiert weiterlesen lässt. Das ist ja wirklich schön beschrieben. Ich finde das ganz gut, weil es berücksichtigt irgendwie beides. Diese, die irgendwie da so drin sind und die davon eine gewisse Aufwühlung haben, sag ich mal. Auf der anderen Seite aber auch die sagen, boah, Alter, gehst du mir auf den Zeiger mit deinem ewigen, untertourigen Gejammer tatsächlich, das einfach nicht ankommt. Ja. Verstehe ich tatsächlich. Und mir ging's auch total nachvollziehen. Ein bisschen so, dass ich manchmal dachte, komm jetzt zum Punkt. Oder ich lese einfach was anderes, weil das dann vielleicht mich in dem Sinne einfach dann nicht mehr so angesprochen hat. Ja. Hast du kurze Sachen von ihm gelesen? Ja, ich erinnere mich nur leider nicht mehr richtig. Der Elefant verschwindet? Ja, ist das ist ein Kurzgeschichtenband. Ich weiß nicht mehr, ob's das war sein erster Kurzgeschichtenband. Und es gibt doch auch eine gleichnamige Kurzgeschichte in dem Kurzgeschichtenband, meine ich. Richtig, ja. Dann, wie gesagt, Schlaf. Ist aber, glaube ich, so eine Art Novelle. Ja, aber die ist, ja, allerdings eine sehr kurze. Ja. Also, das habe ich irgendwann mal in der Buchhandlung gesehen, zufälligerweise. Da waren noch irgendwie Illustrationen dabei, nicht von Klaus Ensikat. Sondern von Krakmenschik. Wirklich? Ja, steht hier. Eine deutsche Witzig. Illustration. Illustratorin. Vielleicht ist mein Brain deswegen auf diese Ensikat-Sache jetzt auch gekommen. Aber die mochte ich tatsächlich sehr gerne, die Illustration. Deswegen, war ein cooles Teil. Also in dem Stil erschienen noch ein paar andere, kürzere Sachen. Schlaf habe ich deswegen irgendwie abgebrochen, weil Schlaf irgendwie ein Teil der Erzählung von After Dark ist. Irgendwie. In After Dark, After Dark gibt es eine Figur, die wie war das, nicht mehr aufwacht oder nicht mehr einschlafen kann, eins von beiden. Das war irgendwie genau das Gleiche vom Motiv her, natürlich nicht von der Story, aber ich dachte, okay, gut, danke. Ich habe aber tatsächlich noch, von seinen kürzeren Sachen gibt es ein paar auch mit diesen Illustrationen, nämlich die Bäckereiüberfälle, den ersten und den zweiten. Im zweiten finden sie keine Bäckerei, weil es nachts ist, und überfallen dann einen Burger King, weil der wenigstens diese Buns hat. Ich muss diese Geschichte unbedingt lesen. Das ist cool. Und die unheimliche Bibliothek. Die kenne ich, glaube ich. Das ist eigentlich eine klassische Gruselgeschichte, müsste man sagen. Bei seinen kurzen Erzählungen erinnert er mich manchmal an Stephen King und andersrum. So in den 80ern überschneiden die sich. Die kurzen Sachen von Stephen King haben nämlich auch oft eigentlich was vom magischen Realismus. Es sind nicht so übertrieben Horror, sondern er hat ja diese Kurzgeschichte, wo irgendwie diese Strecke jeden Tag fahren muss, irgendwie Mrs. Todds Abkürzung heißt es, und er versucht einfach einen kürzeren Weg zu finden. Und er schafft es jeden Tag kürzer und kürzer und kürzer, bis er quasi so eine Art Zeitraumsprung immer macht und dann immer jünger wird, je häufiger er diese Strecke fährt. Das hat was von Murakami, irgendwie auch nur, dass es ein bisschen halt in diesem American Midwest-Style dann halt noch ist. Und ich habe gesehen, kam noch Birthday Girl, das war auch eine andere kurze Erzählung, kam jetzt auch in so einer illustrierten Variante raus. Ich habe nicht viele von seinen kurzen Erzählungen gelesen, aber die ich gelesen habe, fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, auch wenn die tatsächlich meistens gar nichts erzählt haben. Das waren wirklich so ein bisschen
neben der Spur laufende Erzählungen, die keinen Konflikt haben, die oft auch nicht so einen richtigen Spannungsbogen haben, wo halt einfach so was passiert. Und man sich dann irgendwie denken muss, was das jetzt sollte. Aber die hatten oft was, vor allem, weil das war halt dann einfach irgendwann vorbei. Und dauerte nicht ewig. Die sind alle nicht so lang. Also ich glaube, länger als 20 Seiten ist keine von denen. Ja. Ich finde, das Tolle ist gerade, weil du das erwähnt hast mit dem, da passiert irgendwie nichts, oder so eine antidramaturgische Schreibweise, die Murakami mitunter auch hat. Ich finde, das Spannende ist, dass sowas, ja, beruhigend ist das falsche Wort, aber sowas ja doch schon Entspannendes hat, was Fokussierendes, also diese Tätigkeiten, die Figuren nachgehen, sind auch irgendwie für mich immer so, dass ich denke, naja, die sind immer so entspannt, ja, beinahe schon stoisch, möchte man sagen. Mhm. Aber ja, am Ende geht es ja doch um eine ganz tiefe emotionale Ebene, die da noch mitschwingt. Und mich hat es immer so gechillt, diese Vorstellung auch einfach, dass jemand ja so durch die Stadt geht und dann sich denkt, ich esse da jetzt ein Sandwich und sich dann da hinsetzt und sich dann noch ein Bier aufmacht und dann auch so diese Kleinigkeiten total einfach zelebriert. Ja, dann läuft da irgendwie noch Beach Boys, heißen sie, ne? Die Beach Boys gibt's, ja. Ja, genau, die Beach Boys. läuft dann auch irgendwie so im Radio und ja, dann beschreibt er einfach, wie lecker die eine Gurke ist, die er da gegessen hat. Und dass es mit Bier runterspült. Ja. Ja. Genau. Und dann geht er noch in den Plattenladen und natürlich und browst noch so durch die Platten und lernt dann da dieses Mädchen kennen einfach auch. Genau. Und dann fragt er die halt auch einfach, hey, willst du nachher zu mir in die Bude kommen? Und sie ist natürlich auch dann direkt da, ist ja klar. Ja. Da klappt natürlich, also in Tokio klappt alles irgendwie auch. Ja, wobei ich sagen muss, deswegen habe ich so weit ausgeholt noch sagen, als ich jetzt ja in Japan war letztes Jahr, also gerade auch in Tokio, aber auch in anderen Städten, wurde mir irgendwie klar, ja, das passt aber auch. Viele Leute gehen da halt auch einfach alleine essen ins Restaurant und machen da so ihr Ding und sind für sich. Und das kann man da auch sehr gut. Also man kann diese Diskretion, die hat man dort, gerade weil es so eine große Stadt ist und die Kultur nicht zulässt, dass man übergriffig wird. Und dementsprechend ist alles relativ entspannt einfach. Ne? Und das kann man sich gut vorstellen, dass das in diesen Romanen halt dann auch so stattfindet. Ist ja tatsächlich auch eine andere Kultur dann. Also ich glaube, wenn ich hier wirklich alleine in ein Restaurant gehen würde, würde ich irgendwie denken, was halten die Leute von mir? Richtig. Das ist auch mein Problem. Die halten wahrscheinlich gar nichts von mir in dem Fall, aber die werden halt denken, hey, okay, der sitzt da halt und hat Mittagspause oder sonst was. Aber ich stelle mir nur vor, ich würde irgendwie halt abends irgendwie alleine ins Hansen Glück gehen. Klingt doch so, oder es scheint doch so zu wirken, als wäre mein jeweiliger Partner nicht mitgekommen. Richtig, genau. Als wäre ich sitzen gelassen worden. Das ist der Subtext, den man immer mitnimmt auf jeden Fall. Und das ist in Tokio zumindest, aber auch sonst in Japan natürlich nicht die Erfahrung irgendwie, ist das ganz normal. Die Leute gehen dann halt alleine essen. Fertig. Ich kann übrigens, also, das ist jetzt auch so ein bisschen off-topic, aber das passt zu diesem Thema gerade. Ja, ich gerne. Ich habe in meinem Praxissemester war ich in Karlsruhe und wir hatten halt einmal die Woche mussten wir ins Seminar gehen, halt das Übliche und uns irgendwelchen pädagogischen und didaktischen Krempel reinziehen. Ins Pilzseminar? Ich weiß gar nicht, warum ich das so witzig finde, ehrlich gesagt. Aber so Kaschem heißen doch oft Seminar, irgendwie Warsteiner Seminar oder so. Das stimmt, ja. Verzeihung. Und ich habe mir es dann irgendwann zur Angewohnheit gemacht, einfach, das war immer montags alleine dann ins Kino zu gehen. Und alleine ins Kino gehen ist ja auch, hat manchmal so was Schwieriges, als wüsste man nichts anderes mit sich anzufangen. Oder geht auch halt, schau halt daher Netflix an, muss doch nicht in die rausgehen. Aber ich habe mir das irgendwie zur Angewohnheit gemacht und ich kann das eigentlich nur empfehlen, einfach mal alleine ins Kino zu gehen und niemanden um sich herum zu haben, wo man dann immer hinflüstern muss, so, da hat den Trailer, den kenne ich schon, oder? Sowas. Ja, gerade am Anfang, gell, wo man dann noch so anfängt, rumzulästern. Und da gab es auch dann manche Filme, wo einfach sonst keiner da war, weil ich halt dann irgendeine späte Vorstellung genommen habe von irgendwelchen Filmen, die keiner sehen wollte. Und alleine in einem Kinosaal, keinen um dich, mit dem man dann nachher das besprechen muss, hat auch was wahnsinnig Cooles. Kann ich voll mitempfehlen. Ich habe das als Student immer, wenn ich zu Hause zu Besuch war,
habe ich das gemacht, dass ich alleine ins Theater gegangen bin. Und ich weiß noch, beim ersten Mal musste ich mich echt richtig krass überwinden, obwohl es zu Fuß überhaupt nicht weit gewesen ist. Und ich musste mich wirklich überwinden, weil, und ich bin dann dahin und dann gab es immer so Studententickets so kurz vor Vorstellungsbeginn für 3 Euro irgendwie. Und da saß man in der ersten Reihe. Voll geil. Also eigentlich total geil. Ne? Wahnsinnsangebot. Und ich dachte immer, die Leute gucken mich bestimmt ganz komisch an und im Endeffekt nö. Eigentlich gerade im Theater interessiert sich eigentlich keiner so wirklich dafür, ob du jetzt alleine da bist. Oder vielleicht interessieren sich die Leute, wenn du mit jemandem da bist, eher sogar dafür, dass du da irgendwie unterwegs bist. Aber und das mit dem Kino ja letztlich genauso, ne? Da geht ja auch das Licht aus irgendwann und dann spielt vorne die Musik irgendwie. Und das ist eine eigene Erfahrung. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist es auch schön, sowas zu haben, so eine Verabredung mit sich selbst quasi. Das ist schon irgendwie was Tolles und dies dann auch noch außerhalb, also nicht zu Hause, das kann ja dann quasi jeder. Aber ja, das ist irgendwie nice. Und ich weiß auch noch, dass ich habe ja gesagt, dass Murakami mich da auch so ein bisschen inspiriert hat. Ich habe das dann auch im Studium ein paar Mal gemacht, dass ich dann alleine essen gegangen bin. Mittags allerdings, abends dann nicht. Und ich bin auch nicht abends alleine was trinken gegangen. Das habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gemacht. Vor allem, weil ich einfach immer irgendwelche Leute dann getroffen habe. Aber das dürfte jetzt einfacher sein, wenn man weiß, wo man hin muss. Und das war auch genial. Also ich habe mich da, das weiß ich noch, in den Kraftraum in Bayreuth, das war so ein Öko-Ding, habe ich mich reingepflackt, hab Spätzle gegessen, und Lolita gelesen. Das war echt richtig cool. Ja? Da habe ich mir noch so ein kleines Bierchen reingestellt nach dem Essen und bin dann nach Hause gelaufen. Habe schon so ein bisschen angetüdelt. Also so ganz leicht halt diese erste Wirkung vom Alkohol. Mhm. Habe ein Kippchen geraucht und ja, das war's dann. Super. Also so findet man auch so seine eigenen Rituale ein bisschen. Und ja, wenn man sowas geil findet oder sich sozusagen dafür begeistern kann, dann kann man sich auch für solche Episoden bei Murakami im Besonderen begeistern. Mhm. Ich will so eine Abschlussfrage stellen, die so ein bisschen auf diese Erfahrung hindeutet. Wolltest du mich fragen, ob ich ins Pilzseminar mitkommen möchte? Was hast du mit deinem scheiß Pilzseminar heute? Ich finde, das klingt so vollständig deppert einfach. Ja. Wenn man diese coolen Jazzbars in Tokio bei Murakami hat und dann hat man so dieses schäbige Pilzseminar, wo so abgeschissene Gestalten rumhängen. Oh toll, jetzt kann ich nicht mehr reden. Entschuldigung. Oh, Scheiße. Ja, ich war, also die Folge war jetzt, das haben wir jetzt so seriös runtergezogen gerade. Also, da muss irgendwie noch was rein. Oh Gott. Alter, ich muss kurz hier so einen kleinen. So ein Milka-Praliné essen. In der Hoffnung, dass... Oh, bitte sag das nicht. Dass das ich irgendwie... Mein Bauch drückt ja schon gegen den Tisch, ey. Ich habe so viel gegessen. Ich hab 4 Teller, glaube ich, gegessen. Okay. Da Murakami, also Mr. Aufziehvogel fängt mit einem an, der zu der diebischen Elster Spaghetti kocht. Ja, stimmt. Kannst Puccini, du uns jetzt oder? Vielleicht bitte noch... sagen, was du heute zum Essen hattest, damit wir das Thema hier noch überführen in was Kulinarisches. Ja, ich hatte mir einen Bohneneintopf gewünscht, weil ich das extrem geil finde und völlig unterschätzt. Und dann gab es gleich 2 Salate dazu und Brot. Also das ist echt die harte Nummer, weil Bohnen, Reis und Brot, das ist wie immer so Kartoffeln, Nudeln, Reis und dann noch Fleisch irgendwie oder so, ne? Also einfach so alles nur auf so einen Haufen. Nur Beilagen einfach. Genau. Ich habe hier Nudeln. Nee, das war schon echt lecker, aber ich konnte mich da nicht zusammenreißen und ich habe gestern fast nichts gegessen. Ich glaube, das war so der psychische, so eine Psychonummer noch, weil ich kam nach Hause relativ spät und musste dann gleich weiter, weil ich tatsächlich auf ein Jazzkonzert gegangen bin. Jetzt wird's klischeehaft, ja. Genau, ja, aber ich bin ja auch ein vorbildliches Klischee, was das angeht. Ja, finde ich auch gut, ja.
Ja, und da hatte ich, ich habe irgendwie 3 Scheiben Brot gegessen den ganzen Tag. Und dann war das halt durch gestern. Und dann habe ich heute echt richtig viel gegessen. Und auch so doppelt über den Hunger drüber. Genau, jetzt habe ich den Off-Topic-Button gedrückt. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, ich wollte eine Frage stellen. Richtig, nämlich, genau. Also wir, wenn wir diese Romane lesen, dann haben wir tatsächlich oft, oder mir ging es so, dieses magische Gefühl, ja, dass diese Welt, in der die Figuren leben, tatsächlich irgendwie was Besonderes ist und dass da das einfach passieren kann, was denen passiert. Würdest du sagen, es liegt auch daran, dass wir das Setting halt dieses fernöstliche Tokio haben? Angenommen, die so ähnliche Romane würden jetzt in Berlin spielen, wäre das für dich gleich eine Blockade zu sagen, nee, irgendwie passt es für mich jetzt nicht mehr? Ja, schon. Ich würde nicht ganz so drastisch sagen, es passt nicht mehr, aber ich würde es schon so mit so einem, finde ich nicht so gut, lesen. Ich würde es aber trotzdem lesen, auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin selber gesagt, natürlich kann das überall sonst spielen. Ich will aber eigentlich nicht, dass es überall sonst spielt, sondern ich finde schon dieses japanische, dieser fernöstliche Einschlag, wie du sagst, der ist irgendwie nochmal wichtig. Für uns jetzt als westliche Leser oder für uns beide vielleicht im Besonderen als westliche Leser. Ja. Oder wie ist es bei dir? Ich habe jetzt mal einfach mal unterstellt, dass du das auch so, aber... Ich finde es auch immer so. Also, es ist immer schwierig. Ich meine, ich glaube, es ist generell schwierig, wenn Sachen in Deutschland spielen. Denn ich glaube, im Amerikanischen ist es nicht so schwierig, weil die USA haben sehr viele unterschiedliche Biotope, sage ich mal, sodass einer von der Ostküste, wenn der was liest, was in Kalifornien spielt, das ist im Prinzip, als wäre es ein anderes Land. Deutschland hat natürlich auch seine, was ich Gebirge und im flachen Land und so. Ich finde es aber schwieriger, wenn solche manchmal auch so ein bisschen undefinierten Geschichten, die jetzt keinen regionalen Bezug haben sollen, sondern die halt einfach Geschichten sind, wenn die jetzt irgendwo in der Eifel oder so spielen würden. Ich hätte da manchmal das Gefühl, da ist weniger möglich, weil ich die Gegenden halt mehr oder weniger kenne. Ja. Und ich dann vielleicht einen realistischeren Zugang benötige. Und wenn das aber in Tokio spielt, dann kann ich mir immer einreden, das ist eine fremde Welt einfach. Und ja, es ja, hat dadurch stimmt. auch an sich irgendwas Magisches, vielleicht weil ich auch durch die ganzen Anime und die Filme mit Japan sowieso irgendwas Mystischeres verbinde als jetzt mit dem Schwarzwald, der ja prinzipiell auch was Mystisches hat, aber ich wohne halt am Rande des Schwarzwalds, deswegen ist es halt einfach ein Touri-Gebiet mehr oder weniger und dann verliert Richtig, sich ja. vielleicht auch viel von diesem Magischen, wenn das zu nah dran ist und dann will man halt irgendwie so einen, wenn ich einen deutschen Roman lese, will ich vielleicht eher dann wirklich so einen völlig nüchtern, dreckigen Großstadtroman lesen, wo alles Arschlöcher sind und über irgendwelche Harzer oder irgendwas. Ja, ja. Aber mir fällt es da schwierig, das zu trennen. Auch generell wenn ich einen Horrorfilm sehe, der in Deutschland spielt, tue ich mir erstmal schwerer, mich rein zu versetzen. Ja, das ist die Macht der Gewohnheit in einer ganz neuen Form quasi. Ja, irgendwie schon. Also ich erinnere mich in Tanz mit dem Schafsmann, meine ich, ist das eine Episode, da sind sie auf Hawaii. Und ja, richtig. Aber das ist ja sozusagen nur eine Episode und auch da sind die Japaner, sag ich jetzt mal so ganz bescheuert, also die sind ja 2 Japaner eher und das Mädel, was da mit dabei ist, sind da, ja, die machen da Urlaub einfach und da beschreibt er auch irgendwie, wie sie irgendwelche Hamburger essen und Pac-Man zocken so und am Stimmt, Strand ja. liegen. Ja. Aber gut, also es funktioniert trotzdem, ist aber nur eine kleine Episode. Und Murakami selbst, auch wenn der Autor mit dem Text natürlich jetzt nicht 1:1 zusammenhängt, ist ja auch, lebt ja teilweise in Boston und auf Hawaii. Hawaii ist, glaube ich, auch ein ganz beliebtes Reiseziel bei Japanern, tatsächlich. Durchaus, ist ja auch nicht so weit. Ne? Genau, meine geografischen Kenntnisse sind schrecklich, schrecklich schlecht. Aber ja, ich denke auch, ja. Ja. Und das Pilzseminar. Schluss jetzt mit deinem scheiß Pilzseminar auf Hawaii. Ich meine, lass es dir mal auf der Zunge zergehen, ja? Pilzseminar. Ich lasse es jetzt nicht auf der Zunge zergehen, sonst packe ich den Abschluss jetzt nicht mehr. Ah, mit dem Doppel-S auch schrecklich. Pilzseminar. Also, als Abschluss für heute
Ja, unsere Erfahrungen mit diesem Autor, jetzt können wir es uns nochmal gönnen, Murakami Haruki. Genau. Unsere, oder meine Empfehlung wäre, wenn ihr noch nichts von ihm gelesen habt, würde ich sagen, Naokos Lächeln, damit könnt ihr erstmal nichts falsch machen, wenn ihr so eine Liebesgeschichte hören wollt. Ansonsten Wilde Schafsjagd ist auch ein bisschen kürzer, hat noch so ein bisschen schrägere Elemente, ist auch oft ein bisschen lustiger. Das sind so die beiden, die ich als Einstieg definitiv empfehlen würde, wenn euch das interessiert. Würde ich voll mitgehen, wenn ihr eher der melancholische Typ seid, dann mit Naokos Lächeln anfangen. Wenn ihr jetzt eher ein bisschen die heitere Nummer braucht, ein bisschen skurriler, dann Wilde Schafsjagd. Und ich breche auch nach wie vor eine Lanze für, oh, ich bin so voll, für Tanz mit dem Schafsmann, der so von beidem etwas hat, beide Elemente etwas bedient. Mhm. Ja, wunderbar. Schön. Wie dann, endet jede Folge klassischerweise? Na, ich würde sagen, ich mache mir jetzt eine Zunsel an und dann schellen wir noch ein bisschen, wir beide. Ne? Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Kommentar freuen. Vielleicht, was eure Erfahrungen mit dem Autor sind oder eure Ideen. Oder mit dem Pilzseminar. Oder mit dem Pilzseminar, Daumen nach oben. Oder sonst, was euch einfällt. Wir hoffen, dass ihr mit dieser Folge, wo auch immer ihr gerade seid, wahnsinnig viel Spaß hattet. Ich habe schon unglaublich viel Spaß mit dem Pilzseminar. Fahrt gut ins Geschäft, beim Einschlafen oder wo auch immer ihr gerade seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nur als kurze Vorausinfo, also in den nächsten 3 Wochen ist so mein Umzug nähert sich so dem Vollzug. Und da kann es sein, dass wir ab und zu einfach aussetzen müssen, wie letzte Woche, wo Hirat einfach zu tun hatte und ich dann die Retromnesia-Folge reingehauen habe. Also es kann sein, dass in den nächsten Wochen das ein bisschen knapper wird. Wir schauen mal, was läuft. Von meiner Seite aus wünsche ich euch dann in dem Sinne einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, wo auch immer ihr seid. Macht's gut. Lasst noch einen Kommentar da. Wir freuen uns über alle, lesen alle und antworten auch im Regelfall. Und wir versuchen natürlich für euch möglichst regelmäßig dieses Format weiter am Laufen zu halten. Und vielleicht klappt es jetzt mit dem Umzug von Max vielleicht auch nicht. Dann gibt es eben später Folgen, aber auf jeden Fall dürft ihr gespannt sein. Macht's gut, ich wünsche euch eine gute Nacht und Max, ich mache mir jetzt eine an und ruf dann durch bei dir, oder? Alles klar, ciao, ciao. Ciao, ciao.